gerade nämlich mal gesehen, dass na, dass ich keinen Ausschlag habe, wenn ich spreche. Ich hoffe, ich war trotzdem die ganze Zeit zu hören. Wäre ja blöd, wenn nicht. Meldet sich ja aber auch keiner irgendwie im Chat, dass das mal aufgefallen wäre. Also von daher hoffe ich einfach mal, dass es sich zu hören war. Oder es ist natürlich, oder es ist halt keiner da, der ihm das auffallen könnte. Gute Frage, nächste Frage. Nichts Genaues weiß man nicht, ne? Gut, unsere Anhänger sind beide wieder da. Ja, da brauchen wir die definitiv nicht. Genau. Hoffen wir mal, dass wir jetzt hier dann, wenn wir voll sind, die Bahn wenigstens bis zum Ende fahren können mit dem, also nicht nochmal abbunkern müssen unterwegs. Aber wenn das so ist, dann ist das so, können wir jetzt auch nicht ändern, ne? Ah, da sind wir schon wieder voll. Aber jetzt mal einmal in das Ding hier. Weil dann, ja, füllen wir uns einmal hier den einen Anhänger. Den kriegen wir jetzt komplett voll. Machen wir uns jetzt einmal die großen Anhänger voll. Fahre ich mit dem jetzt so, dass der Drescher darin abbunkern kann und fahre dann den großen Anhänger so, dass wir vom Überladewagen da rein kippen. Da nehmen wir uns natürlich als erstes den hier. Muss ich nachher einfach mal einmal ins VOD schauen. Aber wenn ich über eine Dreiviertelstunde nicht zu hören bin, ja, kann ich das VOD dann, müsste ich dann das VOD einfach löschen. Aber das ist live, Leute. Kann passieren. So, und der letzte. Ach so, ja, klar.
Überladewagen lädt schneller ab als hier unser Drescher. Interessant, interessant, interessant. Irgendwie echt schwierig zu labern, wenn keine Chat-Aktivität da ist. Es ist blöd, Leute. Bei Musik anmachen ist ja auch so eine Sache. Kann man die VODs nicht auf YouTube hochladen, oder beziehungsweise kann man schon, aber dann gibt es halt Mecker wegen Urheberrecht. Als ob sich irgendwer wirklich die Videos auf YouTube von mir anschauen würde. Ja, 50%, das kriegen wir hin. Können ja das Ende der Bahn quasi schon sehen. Kann man sogar überlegen, ob wir nicht schon anfangen, also quasi nur wieder zurückfahren. Na, machen wir. Da wir ja eh einmal zwischendurch abbunkern müssen, können wir das vielleicht dann brauchen wir nicht so oft hin und her springen, wenn wir den Drescher mal schön voll kloppen. Wie viel haben wir denn jetzt hier? 22%, also das soll schon ein Fünftel vom Feld sein, was wir hier.
Fortschritt fällt, sagt er uns hier, 22%. 12% geliefert. Was haben wir denn hier abgeliefert? 160.000, ja. Läuft, läuft, läuft. Läuft, Leute. So, dann sind wir jetzt schon wieder bei 80%. Mit zwei Dreschern wäre es natürlich angenehmer. Aber hier alleine CP abfahren, no way. Hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Und irgendwie selber dreschen und irgendwie mit CP, das funktioniert ja auch nicht und ach, forget it. Zumal du ja sowieso hier auch nicht spätestens an dem Punkt, dass du spätestens an dem Punkt, dass du über den Helfer abbunkern lassen wolltest, hast ja Probleme, weil das geht ja dann definitiv hier bei der Feldfläche so nicht mehr. Müsstest du hier ja irgendwie die AD-Kurse ändern. Frag mich aber nicht wie, weil mit AD-Kurse habe ich mich nie auseinandergesetzt und da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Aber man muss ja auch nicht alles wissen, ne? Da. Bald haben wir abgebunkert. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Nein. Abbunkern geht ja immer tatsächlich immer recht flott. Abbunkern geht ja zum Glück immer recht flott. So. Ich ja mal gespannt, wie viele Stunden hier der Drescher nachher auf der Uhr hat, wenn wir das Feld fertig haben. Wenn wir jetzt schon bei 22,3 sind. Wir waren irgendwie unter 20. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das nach dem letzten Auftrag war oder ob wir im letzten Auftrag schon die 20 Stunden geknackt haben. Also
Es kann durchaus sein, dass ich hier schon 2 Stunden dran bin. So ist es ja nicht, ne? Ich bummel ja nun mal auch ein bisschen, ne? Aber das wisst ihr ja. Also, dass ich bummel, meine ich. Juti. Sind wir schon wieder voll Junge, 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 Junge. Aber dann müssen wir gleich auch einfach mal einmal hier, ja, den schicken wir jetzt mal einmal dann zum Hof, wenn wir abgebunkert haben. Genau. Bunkern wir hier einmal ab, dann schicken wir den einmal zum Hof, dass wir den reparieren können. Weil ich weiß nicht, ab wie viel Schaden es da Probleme geben kann oder gibt. Beziehungsweise, was heißt Probleme? Irgendwann wirst du ja nicht mehr so schnell und ich glaube, der Ertrag sinkt auch im Vergleich zum reparierten Gerät.
Das möchte ich gerade bei so einem großen Auftrag dann nicht riskieren. Weil, ja, wenn man einen Eigenanteil hat von ungefähr 52.000 Euro, die möchte man natürlich mitnehmen. Wenn man sich anguckt, Profit pro Minute 203. Geht deutlich besser hier. Wow. Haben wir bei Klaus Duhamer etwa schon so viele Aufträge gemacht? Kriegen wir ein bisschen Rabatt drauf schon. Sind aber erst 5%, also ist jetzt auch noch nicht so übermäßig viel. Wobei 5% natürlich bei einer Million auch schon langsam anfängt interessant zu werden, ne? Dam, badadam, bam, bam. Sauber machen tun wir ihn nicht, aber reparieren müssen wir den mal immer. Dann, dann, dann. Dann fahren wir ihn hier zur Werkstatt. Lassen wir den mal einmal zur Werkstatt fahren und wir hüpfen hier in den Schlepper und pressen mal ein paar Wallen wieder. Also zwischendurch mal. Also ein bisschen Abwechslung da ist. Weil so, ja, alleine will ich dieses Feld auf keinen Fall abernten. Werde ich auch nicht komplett. Können wir hier mal ein bisschen das machen? Da-da-dam.
Dann. Was ist da los? Warum fährst du nicht? Komisch. Muss man manchmal nicht verstehen, ne? Schauen wir mal nachher, wo wir finanziell stehen, wie viel Kredit wir zurückzahlen können.
Schwarz ist aber echt klein. Ah. Kann man schlecht sehen, finde ich. Auch in der Innenansicht gescheit sehen kann, tut man sie nicht. Also ich finde es schwierig, sie zu sehen. Also ein bisschen klein geraten, die Schwarz hier. Naja, kannst du machen nix, ne? Ich krieg langsam Hunger. Da ich Hunger kriege, mache ich den Stream an dieser Stelle einfach aus. Bedanke mich fürs Einschalten und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss. Endscreen habe ich doch auch noch.